Hallihallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freunde. Hier ist wieder euer Frankie. Ja, Eisenbahnrundfahrt durch Deutschland, Kapitel 9 oder Teil 9. Alle Lokführer, Sie befinden sich im Führerstand des Sübex Flirt 3 und bringen Gäste von Koblenz nach Frankfurt am Main. Die Abfahrt ist um 16. Es gibt mehr Zwischenhalte auf dem 79 in Frankfurt abkommen. Jo. Wunderbar. Hört sich gut an. Unsere Ausfahrt steht bereits, aber wir müssen noch die Fahrgäste reinlassen. Deswegen öffnen wir mal die Türen. In der Zeit für EZB schon mal zuschalten. Fahrgastbeleuchtung, sage ich, die Spitzensignale. Ich darf nicht ganz so hell, sonst blenden wir nämlich den Gegenverkehr. Da machen wir uns noch die. Ist das die Standsbeleuchtung? Jawohl, die schalten wir auch ein. Dann bringen wir uns erstmal die AFB auf Ausfahrt 40. Ist ein bisschen nervig, weil das nur klickweise geht. Aber kein Problem. Ja, und dann sind wir zur Abfahrt bereit. Richtungswende nach vorne. Los geht's. Können wir uns auch direkt befreien. Ja, unser erster bzw. nächster Halt ist Boppard auf Gleis 2. Bin schon hoch auf 90. Ja, weiter geht's auf der linken Rheinstrecke von Koblenz zum Frankfurter Hauptbahnhof. Und wir hoffen, dass jetzt die Aufnahme gelingt, weil ich habe vorhin nämlich eine Aufnahme gemacht und hab aber die Auflösung am Rechner geändert und dann aber vergessen, in OBS die Auflösung entsprechend anzupassen. Naja, da war natürlich dann die Hälfte nicht drauf. Ich mich natürlich ja, grün und schwarz geärgert. Aber ich denke mir, jetzt machen wir es besser. Sind nach Frankfurt schlappe 120 Kilometer. Am heutigen Morgen. Ja, die linke Rheintalstrecke. UNESCO Weltkulturerbe, eine der schönsten Strecken überhaupt in Deutschland. Sagt man jedenfalls, aber es muss schon was dran sein. Ja, ist ja schon so halbwegs meine Heimatregion, da ich ja aus dem Rhein-Main-Gebiet stamme. Es sind natürlich mit dieser Strecke sehr viele Erinnerungen verbunden, das ist ja ganz klar.
sag nur Stichwort Lorelei, der Felsen bei St. Quasshausen. Berühmt berüchtigt für die ganzen Rockpaläste und Freilichtkonzerte, die dort stattgefunden haben und auch weiter noch stattfinden. Speziell 70er, 80er, 90er Jahre. Wen haben wir dort nicht alles gesehen? Genesis, Rory Gallagher, Bub, Manfred Mann's Earthband, Neil Young. Also es waren so ziemlich alle Künstler vertreten, die ja, sich in Deutschland die Ehre gegeben haben. Die haben zum größten Teil alle mal ein Freiluftkonzert gespielt auf der Lorelei. Ja. Jetzt schauen wir, dass wir unseren Zug hier halbwegs pünktlich nach Frankfurt bekommen. Unsere Regionalbahn 2. Ja, bis Bobbert, das ist jetzt unsere erste Station. Bin ich auch des Öfteren schon mit dem Schiff gefahren früher. Köln-Düsseldorfer. Das war immer sehr, sehr schön. Mit Oma, mit Tante, mit Cousin, mit Eltern und hast du nicht gesehen. Haben wir immer wieder mal einen Ausflug mit dem berühmt-berüchtigten Köln-Düsseldorfer Dampfern gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch existieren, aber wenn dann vielleicht auch unter anderem Namen, also da bin ich jetzt überfragt, aber das waren immer sehr schöne Schifffahrten hier auf dem mittleren Rhein. Ankommen sollen wir wohl um 8.27 Uhr. Oh. Bei noch zu fahren und 7 Kilometern, ja, wird jetzt schon sportlich. Gut, die Pünktlichkeit ist jetzt nicht ganz so wichtig. Hauptsache wir kommen in unsere Eisenbahnrundreise durch die Republik weiter nach Süden und damit weiter voran. Wir reduzieren auf 110. Schalten an der Stelle mal kurz ab. Ja, 110 angekündigt. Zufolge werden wir uns natürlich auch dran halten. Jetzt. Ja, der gute alte Vater rein.
fahren ja jetzt sozusagen stromaufwärts. Der Rhein entspringt ja, wie ihr wisst, in der Schweiz. Und mündet bei Rotterdam in die Nordsee, in den Niederlanden. Für die Binnenschifffahrt ist er enorm wichtig. Ebenso wie Elbe, Oder, Main, Donau, Weser, wie sie alle heißen. Haben wir aus Versehen den Scheibenwischer eingeschaltet. Das wollte man natürlich nicht. Wir schalten ab und bereiten uns auf Boppert vor. Ja, liebe Fahrgäste, also sind wir in Boppert angekommen, auf Gleis 2, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das geht sich sogar noch aus. Nee, hier geht sich nicht aus. Wir sind schon eine Minute zu spät. Aber egal. Ja, hier ist unser Stadler Flirt 3. Unser heutiger Triebzug voller Pracht. Zugelassen bis 160 km/h. Das ist ein sehr moderner Triebzug, auch wenn er schon länger auf dem Markt ist. Und weiter geht's nach Oberwesel. Wir dürfen beschleunigen auf 120 km/h. Ja, die Menschen, die hier leben, arbeiten, wohnen am mittleren Rheintal, haben natürlich rechts und links vom Rhein nicht allzu viel Platz, weil hier drüben auf der anderen Seite ist ja die rechte Rheinstrecke auch noch. Ist zwar in keinen der beiden Train-Simulatoren abgebildet,
aber dennoch existent. Ja, und die Leute haben sich im Laufe der Jahrzehnte hier an die Bahn gewöhnt, an den Lärm, an das wie nennt man es? Schienenschlaggeräusche. Aber ich bin überzeugt, dass viele von den Leuten das schon gar nicht mehr hören, weil sie einfach das schon, wie gesagt, so lange gewohnt sind. Ich habe in Frankfurt ja auch mal teilweise in einem anderen Stadtteil gewohnt. 50 Meter von der S-Bahn-Station weg im Frankfurter Stadtteil Rödelheim. Die ersten paar Jahre hat man das natürlich immer gehört, wenn die da angekommen sind oder durchgerauscht sind. Aber irgendwann habe ich das auch nicht mehr mitbekommen. Aber wer sich halt hier im mittleren Rheintal ein Haus kauft, der sollte dann schon wissen, was er tut. Ähnlich wie die Herrschaften, wo wir nachher vorbeifahren, nämlich am Frankfurter Flughafen. Mit den Häusern in der Einflugschneise. Dürfte von der Lärmbelastung in die gleiche Richtung gehen. Stichwort Stadt Kelsterbach, Braunheim. Die liegen direkt in der Einflugschneise. Zumindest von Westen her. Wir reduzieren auf 100 Stundenkilometer. Ja, hier verkehren auch neben Intercity auch immer noch schwere Güterzüge. Kohle, Erz, Schotter, so im 1000-1300 Tonnen Bereich. Und die verursachen natürlich auch noch eine Menge Lärm mit dazu, zu den Schienenstoßgeräuschen. Alles in allem sollte man schon irgendwo Eisenbahnfan sein, wenn man sich hier niederlässt oder zumindest das abkönnen. Denn wird ja im Gegenzug mit einer sehr, sehr schönen Landschaft belohnt. Mit allerlei Burgen, Schlössern, Wanderwegen, Weinbergen. Das wiegt ja vieles wieder auf. Ja, der Stadler Flirt 3, mit dem wir hier fahren, der hat eigentlich nur ein Sound-Update von mir bekommen, vom
guten alten Linus F. aus dem RailSim-Forum. Denn der Stadler Flirt 3, den wir hier fahren, der gehört eigentlich zur Strecke Koblenz-Frankfurt, auf der wir uns ja auch gerade befinden. Ist das gleiche Fahrzeug wie von Chris Trains. Nur der von Stadler Flirt 3 von Chris Trains, das war ein Extra-Paket und hier ist er mit in der für Strecke enthalten. Hat aber komischerweise ein bisschen anderen Sound als das Einzelpaket, also nur das Fahrzeug. Aber für beide Flirt 3 habe ich die Sound-Updates installiert und die hören sich wirklich super an. Wir bremsen ab auf 90 km/h. Ja, der Mauscursor ploppt immer auf, wenn ich am Gamepad einen Knopf drücke, weil ich mit dem Gamepad spiele bzw. fahre. Zusammen mit dem kleinen Programm Joy2Key, da kann man nämlich die Keyboard-Buttons alle auf Joystick- und Gamepad-Tasten legen. Und dummerweise halt immer, wenn man einen Button drückt, ploppt der Maus-Button auf, das kann man leider nicht ändern. Kleine technische Unzulänglichkeit bitte ich an der Stelle zu entschuldigen, aber das ist euch wahrscheinlich schon in anderen Trends im Classic-Videos aufgefallen. Ja, noch gut 7 Kilometer, dann sind wir auch in Oberwesel auf Gleis 1. Wir haben einen Signalfehler, da ist nämlich eine Langsamfahrtstelle. Deswegen brauchen wir auch nicht bestätigen. Ja, Leuchtung ist an. Ja, ganz hier in der Nähe war ich auch bei der Bundeswehr damals. Von 1980 Januar bis Ende März 81. 15 Monate, nämlich in Lorch. Das ist hier drüben auf der anderen Rheinseite. Schräg gegenüber von Bingen, da kommen wir nachher noch vorbei. Bingen Hauptbahnhof. Und liegt kurz hinter Rüdesheim drüben auf der anderen Rheinseite. Damals war hier stationiert das Flugabwehrregiment 5. Ist auch eine Pionierausbildungskompanie. Die gehörten beide zur 5. Panzerdivision mit Sitz in Koblenz, wo wir ja gerade abgefahren sind. Seit Anfang der 90er Jahre ist die Kaserne, die Rheingau-Kaserne, geschlossen. Und soweit ich weiß, waren mal eine Zeit lang Flüchtlinge drin untergebracht. Was jetzt draus geworden ist, weiß ich nicht, müsste ich mal nachgucken oder bei Gelegenheit auch mal wieder hinfahren. Das ist von mir in Frankfurt ja auch nicht so weit. Kann man mal einen schönen Ausflug mit zum Rhein verbinden.
Ja, ich habe ans Mittelrheintal einige Kindheits- und Jugenderinnerungen. Unter anderem auch mal einen Abschlussball auf dem Schiff. Der Tanzschule. Weiß ich gar nicht, ob junge Leute heute noch in der Tanzschule gehen. Das war damals gang und gäbe. Gehörte eigentlich zum Pflichtprogramm in der Zeit. Wir bremsen mal ein langsam. Denn wir nähern uns Oberwesel. Ich behaupte mal, der Aufstieg ist auf der rechten Seite. Aber behaupten kann man ja viel, wenn der Tag lang ist. Ich bin schon zweimal gefahren, aber ich weiß es wieder nicht. Uhr 45 sollen wir ankommen. Ja, Ausstieg kann eigentlich nur rechts sein, weil so viele Möglichkeiten gibt es ja gar nicht. Sogar Zeit gut gemacht. Schau mal, der Aufenthalt. Öffnen die Türen. Ja, da muss natürlich die Stadt Gemeinde Oberwesel mal am Bahnsteig ein bisschen hier die Sträucher zurückschneiden. Das ist gar keine Frage. Jetzt noch Brombeeren sind, dann. Steht hier oben was dran. Oder mein Hauptbahnhof, Regionalexpress 2. Der Südwestexpress. Südwex. Verbund mit dem Rhein-Verkehrsverbund, mit dem RMV. Regio DB. Sehen wir die Piktogramme am Fahrzeug. Zugelassen bis 160 km/h. Masse von 185 Tonnen. Ja, und hier sehen wir so ein typisches Mittelrhein-Städtchen. Aber wirklich haargenau so. Also der Wiedererkennungswert ist sehr, sehr hoch. Kleinen Hafen in Oberwesel. Diese berühmten Schubschiffe, die auf dem Rhein verkehren. Also wie der da vorne um die Ecke kommen will, weiß ich zwar auch nicht, aber gut. Und der alte Vater Rhein. Örtliche Fußballverein. Ja, wir steigen wieder ein. Denn gleich geht's weiter. Richtung Bacharach. Der Punkte gut gemacht. Aber die werden wir nicht bis Frankfurt mitnehmen, da werden wir mit reichlich Minus auflaufen.
Denn das ist sehr schwer, die ins Ziel zu retten. Punkte aktuell, seht ihr hier unten. Links. Ich bin mal gespannt, beim alten Train-Simulator Classic ist das ja alles sehr, sehr streng ausgelegt mit den Fahrplänen. Die Karriereszenarien besteht man zwar, wenn man alle Bahnhöfe abgefahren hat, aber man halt Betriebsfehler begeht wie Geschwindigkeitsüberschreitungen oder man hat einfach die Zeit nicht geschafft und da gibt es natürlich dann entsprechend auch keine Punkte in der Karriere. Das ist bei Trains in World 3 wesentlich flexibler und nicht ganz so streng. Aber wie man ja gehört hat, wird bei TSW 4, wenn er jetzt am 26. Oktober erscheint, da auch das eine oder andere geändert, wo man dann sich das selbst einstellen kann, wie streng man bewertet werden möchte. Ja, nächster Halt ist Bacharach auf Gleis 1 ebenfalls. Und da würde ich auch mal sagen, Ausstieg rechts. Geschwindigkeitsbeschränkung 120 km/h gekündigt. Unten auf dem Head-Up-Display zu sehen. Wir schalten ab und lassen ihn rollen. Fangen an, langsam einzubremsen. Schön die Seefahrt drücken, nicht vergessen. Das wird sonst ein teurer Spaß. Form einer Zwangsbremse. Ja, Bacharach, Ausstieg rechts. Die alte Tafel, aber ich bin überzeugt, die würde hier stehen. So, 8.50 Uhr. Wir sind angekommen. 8.59 Uhr. Oh, da könnte man auch mal ein paar Pünktlichkeitspunkte für bekommen. Aber schauen, wie viel es dann am Ende wird.
80 haben wir dazu gekriegt. Nächster Halt ist Niederheimbach, Gleis 2. Ja, an Niederheimbach habe ich im Rahmen der Schifffahrten auf dem Rhein auch eine Kindheitserinnerung. Ist mir ewig in Erinnerung geblieben bis heute. Sind wir dann von Assmannshausen der anderen Rheinseite gerade rübergesetzt nach Niederheimbach, also jetzt unser nächster Halt. In Niederheimbach angelegt und mussten dann dort Stunden ausharren, weil hier von rechts aus Richtung Hunsrück ein sehr schweres Gewitter kam, sprich ja, regelrecht ein Unwetter. Ich war glaube ich so 6 oder 7, habe natürlich fürchterlich Angst gehabt. Kann ich mich noch gut daran erinnern, und wir wollten abends zum Abendessen eigentlich zurück sein, wollten mit dem Zug zurückfahren. Mussten dann auf dieser Rheinseite hier in Niederheimbach so lange ausharren, bis das Unwetter vorbei war, und mussten dann mit der Fähre rüber auf die andere Seite, Assmannshausen. Ist übrigens gleich neben Losch, wo die Kaserne war, von der ich erzählt habe. Und ja, da ist immer natürlich abends relativ spät erst nach Hause gekommen. Aber das sind Dinge, an die man sich wirklich seit seines Lebens erinnert. Weil das wirklich sehr, also das war wirklich ein ganz heftiges Unwetter. Ja, man ist ja heute immer geneigt zu sagen, durch den Klimawandel sind die Unwetter so schlimm geworden. Ja, das mag wohl alles stimmen. Aber in den 60er Jahren gab es durchaus auch vergleichbare Unwetter. Und auch vergleichbare Hitzeperioden, wenn wir schon mal dabei sind. Es ist also alles nichts Ungewöhnliches. Umgekehrt gab es auch richtig viel Schnee im Winter. Der fehlt natürlich heutzutage völlig. Ja, ich habe auch gesehen, dass der Rhein teilweise mal zugefroren ist. Oh, jetzt haben wir uns aber kräftig verbremst. Ich erkenne das jetzt noch an. Jo. Ist jetzt ein bisschen verbremst. Die hier vorne haben jetzt Pech gehabt. Ja, vor lauter Schwätzen haben wir uns jetzt ein bisschen verbremst, aber das ist nicht weiter tragisch. Ja, das ist wie gesagt Niederheimbach. Da haben wir sogar nochmal 72 dazu bekommen. Ich hoffe, die Türen sind jetzt zu. Sonst fahren wir nämlich los, wenn die Türen offen sind. Dann ist das Szenario zu Ende, weil dann ist ein spielbeendender Fehler, wenn man losfährt und die Türen sind noch offen. Gut. Ja. Jetzt kommen wir nach Bingen, ab 10 Kilometern. Bingen fließt die Nahe von rechts kommend in den Rhein. Das sind ganz typische Häuserzeilen.
auch teilweise alte Fachwerkhäuser. Es ist eine richtig schöne Gegend, kann ich nur immer wieder unterstreichen. Nur die Eisenbahn, die ist natürlich fürchterlich laut. Aber das war sie auch schon zu Dampflokzeiten. Ja, auch in Bingen ist der Ausstieg rechts, obwohl das ein größerer Bahnhof ist. Also ein bisschen größer jedenfalls. Eine oder andere Sandbank im Rhein. Mal niesen. Entschuldigung. Ach, irgendwas in die Nase bekommen. So. Ja, es ist gerade so im Herbst, sieht es natürlich hier auch wunderschön aus. So in Nordamerika sagt man ja immer so Indian Summer. Was in die Nase bekommen? Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich das Fenster auf habe. Nämlich irgendwo gegrillt. In der Nachbarschaft um die Ecke. Riechen tut es jedenfalls sehr gut. Nur gegessen habe ich schon. Zur Zeit der Aufnahme ist es auch kurz vor Mitternacht, also da ist dann auch vorbei mit Hunger. Ja, wir reduzieren mal auf die Schalten ab. Bett. Da sind wir auch schon in Bingen. So kurz wie. So. Jetzt haben wir Verspätung. Circa eine Minute hinter dem Fahrplan.
Sehr schön. Türen. Ja, sagt der Stadler, Flirt 3 ist häufig anzutreffen, gerade im Rhein-Main-Gebiet und auch in Rheinland-Pfalz, auf der linken Rheinstrecke. So, nächster Halt Ingelheim auf Gleis 4. Da kommen wir dann jetzt schon langsam so in Richtung Mainz, in die Landeshauptstadt vom schönen Bundesland Rheinland-Pfalz. Ja, ich fahre jetzt tatsächlich zum dritten Mal heute. Aufgabe. Zuerst heute Nachmittag als Test gefahren, dann habe ich sie vorhin aufgenommen, aber dann sagt den OBS mit den falschen Einstellungen. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Jetzt können wir auch Gas geben. Ja, jetzt können wir den Stadler Flirt 3 mal richtig ausfahren. Und der hat 50 km/h gleich angekündigt.
Rechts kommt die Bahntrasse von Langenlonsheim, Alzey. Gau Algesheim. Mit auf die Hauptstrecke. Da ja, können wir schon mal abschalten. Ja, Saalt Ingelheim auf Gleis 4, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sehr schön, bis zur Haltetafel. So muss das. Das ist praktisch, der Busbahnhof ist gleich nebenan. Ja. 60 Punkte dazu bekommen. Nächster Halt, Mainz Hauptbahnhof auf Gleis 4, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sind wir dann in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt? Der Kollege, Gegenzug. Ja, das ist heute der 9. Teil, wie gesagt, unserer Rundreise durch Deutschland. Dann haben wir, ich sagen, so geplant, zumindest ist es als Teil 10, fahren wir von Frankfurt, wo wir ja heute ankommen, dann mal gucken, vielleicht mit dem ICE 3
nach Karlsruhe über Mannheim. Machen eventuell da Abstecher nach Straßburg rüber. Dann haben wir eine große Lücke, die es in keinem der beiden Trainsimulatoren gibt, weder im TSC noch im TSW3. Müssen dann in Augsburg quasi weitermachen, quer rüber. Es gibt, glaube ich, die ein oder andere Frierstrecke, aber die besitze ich nicht. Zumindest nicht in der Gegend. Es gab mal irgendwas um Stuttgart und Ulm herum, aber da waren so viele Fehler drin, die habe ich wieder gelöscht bzw. deinstalliert. Und wahrscheinlich haben wir auch an der einen oder anderen Stelle einfach die Assets gefehlt, die dazu nötig waren. Und nein, dann würde ich sagen 10, 11, 12 dann von Augsburg nach München. Das könnten wir theoretisch mit dem Trainsim World 3 machen. Denn die Strecke gibt es sinnigerweise in beiden Simulatoren. Trainsim World 3 an den nächsten Teil von München nach Rosenheim. 13. Der 14. und letzte wäre dann von Rosenheim nach Salzburg. Eine Strecke von RSSLO. Die machen auch immer sehr schöne Strecken, vor allen Dingen in Österreich. Auch teilweise nach Deutschland rein. Und in Salzburg würde ich dann die Rundreise beenden wollen. Da hätten wir dann so 14, 15 Teile gehabt. Und ich denke, dann habt ihr alle mal einen ganz ordentlichen Querschnitt gesehen, was eisenbahntechnisch so möglich ist. Sowohl im TSW3 als auch im TSC. Die Sonne versteckt sich hinter den Wolken. Ist auch kaum Wind. Ja, hier gibt es teilweise entlang der Strecke dann doch Schallschutzwände, weil die Häuser einfach zu dicht an der Trasse stehen. So, jetzt gehen wir mal schön runter auf die 100. Schalten an der Stelle schon mal ab.
wir nähern uns in gut 3,5 Kilometer in dem Mainzer Hauptbahnhof. Ankommen sollen wir 9.18 Uhr. Ja. Why not? Könnte knapp werden, aber könnte hinhauen. Schauen wir mal. Mal makrofonieren. Bei 9.19 sollen wir ja schon weiterfahren in knapp 30 Sekunden. Ja, aber man kann nicht meckern. Also im Gegensatz zur echten Bahn sind wir relativ pünktlich. Also da kann jetzt wirklich keiner irgendwie denken oder sagen. Guck an. Na gut, ist ja auch nicht die Bahn, ist ja Süwex. Irgendwas habe ich heute im Hals. Obwohl ich weder rauche noch sonst irgendwas zu mir, was kratzen könnte. Was trinken, wenn wir es geschafft haben. Ich habe nämlich jetzt hier nichts greifbar. So, einmal die Türen öffnen. Auf. Rein mit dir. Also, geht doch. Da hat einer genießt. Ja. 40 Punkte dazu. Einmal Bremse lösen. Nächster Halt, Mainz Römisches Theater. Bisschen doofer Name, weil eigentlich ist das der Bahnhof vom Volkspark in Mainz. Jetzt fahren wir nämlich einen Tunnel und der Volkspark ist direkt oben drüber. Weg aus dem Tunnel.
schalten ab. Sind in Mainz am Römischen Theater. Ist ausgedrückt am Volkspark. Auf der rechten Seite. So. Glaube ich, die Haltetafel etwas überfahren. Nee, guck mal hier. Wahnsinn. Direkt davor. In gleicher Höhe mit der Kupplung. Das kriegt man aber wirklich selten hin. Ich hoffe, die Türen sind zu. Yep. So, jetzt dürfen wir nur 40, weil wir eine andere Trasse geführt werden. Sprich Gleiswechsel. Ja, auf dem Hauptsignal ist schon das F drauf für Frankfurt. Die Straße ist gelegt. Sozusagen das Überholgleis. Dürfen wieder 80. Fahren jetzt Mainz-Weißenau über die Brücke vom Rhein. Noch immer der Rhein. Nächster Halt Mainz-Bischofsheim auf Gleis 2. Jetzt sind wir auf der hessischen Seite. Da haben wir ja mehrere Orte, die Mainz heißen. Gustavsburg, Bischofsheim, Kastell. Die liegen auf der hessischen Seite, gehören eigentlich zur Gemarkung Wiesbaden, also die hessische Landeshauptstadt. Hat man aber so gelassen, weil sie früher mal zu Mainz gehört haben. Mainz-Kostheim fällt mir noch ein, ist auch auf der hessischen Seite.
Kollege mit dem Containerzug. Und ein paar Kesselwagen mittendrin. Wir schalten ab. Wir sind knapp eine Minute hinten dran. Das ist eigentlich nicht wirklich viel und eigentlich pünktlich. Also die 1er Stadtteile auf der hessischen Seite haben alle Wiesbadener Kennzeichen. Also hatten sie zumindest. Ob es jetzt noch so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich gehe eigentlich mal zwingend davon aus. So, schön zur Haltetafel. Immer wieder mal von außen drauf gucken. So, die Türen gehen zu. Ah, jetzt haben wir eine Strafe gekriegt, weil wir zu spät waren. Der Abzug. Auch wurscht. Ja, nächster Halt ist die Opelstadt Rüsselsheim. Ja, da sehen wir links schon das Opelwerk mit dem Werksturm. Das Opelwerk in Rüsselsheim hat ja einen eigenen Bahnhof, da fahren wir jetzt sofort dran vorbei. Jetzt, gleich. Da ist er auch schon. Aber wir halten in Rüsselsheim selbst.
30, jetzt haben wir schon 2 Minuten Verspätung. Also die Punkte werden wir wahrscheinlich nicht ins Ziel retten, also mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Das ist auch immer sehr schwer. Aber wie gesagt, darauf kommt es auch gar nicht an. Ja, Rüsselsheim Gleis 2, Ausstieg rechts. Jawohl, und wieder zur Haltetafel. Bei den... Ist das ein Parkhaus oder? Doch. Heeresparkhaus. Haben wir schon ein Minus, da sind die Punkte weg. Ja, nächster Halt ist jetzt unser Frankfurter Flughafen. Ein großes Drehkreuz in Europa, zusammen mit Paris Charles de Gaulle und London Heathrow. Steht er an dritter Stelle? An vierter, irgendwo so um den Dreh. Ich glaube, Barcelona ist auch noch ziemlich groß. Ja, der Terminal 3 bei uns auf dem Flughafen ist in Bau. Und wird mit Sicherheit kein Endlosprojekt wie BER. Nein, der ist schon relativ weit fortgeschritten. Nächstes Jahr ist richtfest. Wir halten nicht im ICE-Bahnhof, sondern wie es schon unten steht, Frankfurt am Main Flughafen Regionalbahnhof. Das dürfte eben Raunheim gewesen sein. Raunheim findet sich unten am Main, großes Treibstofflager, sprich Kerosinlager. Ansonsten ist der Flughafen Frankfurt mit unterirdischen Pipelines verbunden, die, ja, man höre und staune, aus dem holländischen Rotterdam direkt runterkommen. Ja, und das gesamte Vorfeld
Dem Flughafen bezieht dann sein Kerosin aus unterirdischen Leitungen. Direkt am Gate sich befinden. Mäßige Ankunft 9.41 Uhr. Auch wenn man mit Sicherheit nicht schaffen. Schon mal langsam einbremsen auf 80. So. Das war das, was ich befürchtet habe. Und hoffentlich... Ach, nein. Wäre ja auch zu schön gewesen, mal ohne Zwang so durchzukommen. Welches Signal haben wir denn jetzt wieder übersehen? Ach, ist das ärgerlich einfach. Das will ich jetzt wissen. Das steht jetzt hier so nicht mehr. Das war's schon mal nicht. Ah, aber hier. Ja gut, das ist jetzt rot, das bringt uns jetzt auch nichts mehr. Richtungswende nach hinten. Vorne. Weiter geht's. An der Stelle bin ich nicht zwangsgebremst worden heute im Laufe des Tages, sondern kurz vor dem Frankfurter Hauptbahnhof, 800 Meter davor. Müssen wir nachher aufpassen, da ist nämlich eine 30er-Zone. Wenn man die nicht bestätigt, wird man wieder zwangsgebremst. Da sind ein paar ganz üble versteckte Dinger dabei. Ach, jetzt kann ich schneller wie 40 fahren. Warum eigentlich? Nicht befreien. Und 40, das war aber heute Morgen nicht. Komisch. Das war jetzt eben das erste Mal gewesen. War bei den zwei Testfahrten nicht. Sehr seltsam. Ja, jetzt können wir uns... Und können... 60. Warum hat er mich denn jetzt zwangsgebremst? Ich kann mir denken, warum. Wahrscheinlich Gleiswechsel und Ankündigung nicht bestätigt. Das kann natürlich sein. Fährt er noch 100 geradeaus?
Ja, eine Sekunde nicht aufgepasst und es ist passiert. Ah, hier ist jetzt der Kleine. Ja, aber das ist aber arg früh da vorne schon, die Ankündigung. So schnell sind wir jetzt auch nicht gefahren. Na ja, gut, 120. Ich nicht erinnern, das sollte man. Das ist ja die gleiche Aufgabe, also hat er mich wahrscheinlich, habe ich es wahrscheinlich dann wohl oder übel bestätigt. Das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Naja, immer wieder dasselbe bei Zugsimulationen. Zwangsen gehören anscheinend immer wieder dazu. Wäre ja ein Wunder gewesen, wenn wir mal durchgekommen wären. Aber wahrscheinlich bin ich jetzt auch schon ein bisschen platt von den zwei Testfahrten. Obwohl, ich höre, wie gesagt, da auch kurz vor der Bahnhofshalle in Frankfurt schon zwangsgebremst wurde, weil ich aus dem Fenster geguckt habe. So, seitlich. Aber wie dem auch sei, nächster Halt Frankfurt am Main Flughafen Regionalbahnhof. Jo, dann war das doch mein Fehler gerade. Ja, man möchte natürlich auch nicht ohne Zugsicherungssysteme fahren, weil dann heißt, guck mal, nicht realistisch. Das kann ich auch nachvollziehen. Schalten ab. Aber dann hast du natürlich das Risiko, dass du irgendwo mal was übersiehst. So, und dann geht's rein in den Flughafentunnel. Liebe Fahrgäste, willkommen am Frankfurter Flughafen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sie haben Anschluss an die ganze Welt. So, Türen auf. Schauen wir da, da sehen wir sogar das Streckennetz von Frankfurt. Bisschen grob aufgelöst, aber man kann es erkennen. Jetzt kriegen wir natürlich kräftig Punkte abgezogen für die Unpünktlichkeit. Sei es drum. Darum soll es ja gar nicht gehen.
sondern zwar vorwärts kommen. Nächster Halt Frankfurt Niederrad. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Gleich raus aus dem Tunnel. Ja, den Tunnel gab es auch nicht immer. Der ist irgendwann in den 80ern mal gebaut worden. Hier die Unterschweinstiege. Gehört auch noch zum Flughafenareal. Auch Gateway to Heaven genannt. Jetzt kommen wir raus aus dem Tunnel. Wir fahren jetzt durch den Bahnhof am Stadion von Eintracht Frankfurt. Heißt ja heute so vollmundig Deutsche Bank Park. Bei uns hier in Frankfurt wird es immer das Waldstadion bleiben. Hier kommt die ICE-Trasse runter aus Richtung Mannheim. Fahren wir ja dann jetzt die Tage in die entgegengesetzte Richtung Mannheim-Karlsruhe. Exalt Frankfurt am Main Niederrad, Bahnsteig 1, Stieg in Fahrtrichtung links. So, hier haben wir den Bahnhof vom Stadion. Ja, ist hier heute so schön heiß von der Arena. Ja, schon tausendmal ausgestiegen. Schalten wir ab. Hier rechts ist das Stadion. Gleich mal rüberfliegen, wenn wir in Niederrad stehen. Ja, Niederrad ist die Bürostadt.
Hier die Bürostadt. Der Rat. Bürotürme. Hier hinten ist es Deutsche Bankpark. Stadion von Eintracht. So ein bisschen angedeutet mit Würfel. Würfeln. Hier haben wir die Gebäude vom Deutschen Fußballbund. Ist hier leider Gottes direkt nebendran. Hier hinten ist die ist der Trainingsplatz an der Wintersporthalle. Ich jetzt direkt auf meinen Block gehen. Aber keiner da. Gut, da vorne blinkt das Hauptsignal. Das müssen wir jetzt bestätigen, weil sonst werden wir nämlich die nächste Zwangse kassieren. Schon mal hier auf 60. Bus. Bestätigen. Gemacht. Schneller wie 60 dürfen wir nicht. So, ja. Nächste Station haben wir es dann geschafft. Frankfurt am Main Hauptbahnhof. So, liebe Leute, jetzt fahren wir über den Main. Zum ersten Mal und zum einzigen Mal. Über den Main, nicht über den Rhein. Den haben wir jetzt schon länger hinter uns. Reichlich Minuspunkte. Aber so unpünktlich sind wir gar nicht. Ankunft 9.53 Uhr, jetzt haben wir 9.56 Uhr, also bitte. Also das Spiel ist in der Hinsicht schon sehr streng, der Train-Simulator C. Lässig. Ist schon sehr streng. Aber man hat die Aufgabe trotzdem geschafft, man hat halt nur keine Punkte bekommen. Aber darauf kommt es eigentlich gar nicht an. Das kann man auch abschalten, dann kriegt man gar keine Punkte. Ja, da sehen wir schon die Frankfurter Skyline. Zumindest ein Teil davon. Jetzt rechts an dem Fensterholm das große Heizwerk. Aus links am Holm sehen wir den Messeturm. Das Marriott Hotel. Ganz geradeaus im Hintergrund haben wir einen Main Tower. Da ploppen dann noch auf Commerzbank, Deutsche Bank. Wir fahren schon gemütlich jetzt. Mal wieder bestätigen.
Blinkende Signale sind sehr tückisch, die kann man ganz schnell übersehen. Jetzt kommt nämlich gleich noch eins mit 30 blinkend. Das habe ich heute Morgen nicht bestätigt, dann bin ich mal schön 800 Meter vor der Bahnhofshalle stehen geblieben mit einer Zwangsbremsung. Kollege mit einer Baureihe 423 rechts in Abstellung. Das Signal hier müssen wir bestätigen. 30 und Halt erwarten. Das ist unheimlich schnell zu übersehen. Also ich ziehe meinen Hut vor Triebfahrzeugführern, die auf Schicht wirklich jede Sekunde nicht nur auf die Signalisierung achten müssen, sondern auch auf Geschwindigkeit und ob sich Personen irgendwie gefährlich nah an den Gleisen befinden und, und. Also die Verantwortung zu haben, das ist schon enorm. Und da kommen wir Gleis 21. Ja, liebe Freunde, da haben wir es geschafft. Zwei vergeblichen Versuchen, einmal Aufnahme misslungen, einmal andere Dinge nicht gut gelaufen. Aber ich hoffe, jetzt mit dem dritten Anlauf haben wir es geschafft. Türen. Ja, willkommen im Frankfurter Hauptbahnhof. Hoppala, Herzchen, wo wollen wir denn hin? Oh, jetzt ist er auch noch verschwunden. Er hat gewusst, dass ich hier hinterher gucke und da war sie weg. Steigt man nicht wieder ein, der Zug endet hier. So, haben wir die ganze Strecke geschafft, sind damit am Ende. Wunderbar. Ja, und jetzt haben wir es von Leipzig aus startend schon mal bis Frankfurt geschafft. Und zwar ganz oben rum durch den Norden von Deutschland. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter entsprechend Richtung Süden. ICE3 vielleicht. Schauen wir mal. Fahren wir dann. Schnellfahrstrecke Frankfurt-Mannheim-Karlsruhe. Und ja, liebe Freunde, danke ich mich fürs Zuschauen, wie immer. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Hat euch gefallen. Trotz Zwang sie mal wieder. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr gerne Däumchen nach oben geben. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.